Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Wald hören? Wald ist für mich in erster Linie Entspannung und Ruhe, ist für mich Freizeit und Spaziergänge. Ein schönes Platz zum Spazieren und hier ein schönes Spielplatz für die Kinder. Schön. Grün. 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 Ja, schön auf alle Fälle. Wir wohnen selbst, wir wohnen am selbst im Wald. Ja, ist Natur und ein Stück Heimat. Und womit heizen Sie Ihren Ofen oder Kamin? Mit heimischem Holz. Wir haben einen. Wir holen unser Holz beim Förster. Mit Holz? Zwei Kaminöfen, also viel Holz, mit viel Holz. Ja, ja, mit viel Scheitholz. Ja. Scheitholz. Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz heizen mit Holz. Obwohl Holz immer wieder nachwächst, steht es, wenn man es nachhaltig bewirtschaftet, in jedem Jahr nur in einer begrenzten Menge zur Verfügung, da niemals mehr Holz gefällt wird, als nachwächst. Aus diesem Grund ist es wichtig, wirkungsvoll mit Holz umzugehen und effizient zu heizen. Landesforsten will Sie dabei unterstützen. Ob Sie nun wissen wollen, wie man wirklich richtig Feuer macht, ohne sich die Finger zu verbrennen oder etliche Anzünder verwenden zu müssen, oder Beratung brauchen, welcher Ofen zu Ihrem Zuhause passt, oder haben Sie es satt, dass Ihr Nachbar sich immer über Ihren stinkenden und qualmenden Kamin beschwert? Oder wollen Sie wissen, wie man Holz richtig lagert und somit bares Geld spart? Und welches Holz das Beste für Ihren Kamin ist? Oder wollen Sie sich über das Heizen mit Holz und Sonne informieren? Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Holz, welches ein seit 300 Jahren nachhaltig bewirtschafteter Rohstoff ist, zukünftig noch effizienter eingesetzt wird und schaffen es, den nachwachsenden Rohstoff Holz als Energiequelle zu nutzen und den Wald zu pflegen und zu erhalten.